Hallo euch allen, das sind wir dabei, Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Legends-Serie, schneller als gedacht. Es geht um die Legende Dan Dierdorf von den Arizona Cardinals, denn es sind jetzt 4 Legends-Spieler aufgetaucht, die sind leider nur temporär spielbar und deswegen müssen wir die vorziehen. Also 3 Sterne geben gegen die Cardinals, wir sollen das Spiel natürlich gewinnen. Wir sollen 2 Fumbles recovern, wohlgemerkt, und 450 Yard laufen. Huh, und gerade die beiden Fumble Recovers, die machen mir Sorgen, denn das heißt, wir müssen mit der Strip Ball Aggressivität unserer Defense spielen und da bin ich kein großer Freund von. Der Kick ist unterwegs an der 7-Yard-Linie. Der Return endet an der 29-Yard-Linie. Hier kommt jetzt unser Quarterback Dak Prescott aufs Feld. Aber bei der Vorgabe, dass wir Rushing Yards zu erzielen haben, ist klar, wir werden hier hauptsächlich laufen. Über Zeke Elliott. So, Lauf über die Außen. Halfback, Stretch, Arc. Wir gehen über die rechte Seite der Cardinals. Keine Chance für Elliott. Da wird der Block nicht gehalten. 4 Yard Raumverlust. Das ist ja mal ein Bombenstart. Halfback Stretch Alert Bubble. Es geht wieder über die rechte Seite. Wir versuchen es nochmal mit Elliott. Und auch diesmal keine Chance für Zeke Elliott. Großartig. 3. und 14 im ersten Versuch. Das fängt ja einfach bombastisch an. So, Passversuch. Wir achten auf Gallup rechts. Witten geht über die Mitte. Und das ist eine Interception für die Cardinals. Das fängt ja wirklich mal ganz großartig an. Baker pickt den Ball. First down für die Arizona Cardinals. Jetzt kommt das, was ich eben meinte. Wir gehen mal in eine Man-Coverage hauptsächlich. Und ich muss halt alles hier auf aggressiv stellen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich viele, viele Strafen sehen. Outside Safety Blitz. Wir blitzen. Erster und 10 an der eigenen 38-Yard-Linie. Eieieiei. Viel Druck auf den Rookie, auf den Number One Draft Pick. Der letzten Draft auf Kyler Murray. Incomplete Pass. 2010 an der 38. Diesmal ein vollständiger Pass. Und da haben wir schon die erste Flagge. Das ist mit Sicherheit ein Face Mask. Das werden wir des Öfteren zu sehen bekommen. Ja, das ist halt das große Risiko. Wenn du 2 Fumble recovern musst, musst du so aggressiv dran gehen. Erster und 10 an der 13. Incomplete Pass von Murray. Zweiter Versuch und 10. Wir blitzen mit dem Slant Weak. Ich versuche den Druck auf den Rookie Quarterback der Cardinals hochzuhalten. Ein wunderbarer Move eigentlich von DeMar. Das ist die zweite. Du kriegst hier bei jedem zweiten Spielzug, jetzt kriegen wir eine Flagge. Aber das habe ich schon beim letzten Jahr nicht verstanden bei Madden, aber das ist also nicht besser geworden. Zweiter Versuch. First and Goal, jetzt an der 3-Yard-Linie. Wieder ein Lauf über die Mitte diesmal. Johnson gestoppt an der 1-Yard-Linie. Ich würde mal sagen, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Weil jetzt dürfte eigentlich wieder, wenn kein Touchdown fällt, die nächste Face-Mask-Flagge gleich aufs Spielfeld segeln. Leighton Vander, er springt Kyler Murray zu Fall. Wir sehen keine Flagge. Freunde der Nacht. Third and Goal. Cover 1, a Linebacker Blitz. Der Ball ist an der 6-Yard-Linie. Incomplete Pass von Murray. Also das überrascht. Wir sehen die Field Goal Unit der Cardinals aufs Feld kommen. Also keine Punkte, also kein Touchdown. Keine Punkte wäre schön, aber den Field Goal Try, den werden sie jetzt hier mit Sicherheit vervollständigen. So ist es. Es steht 13-0 für Arizona gegen die Dallas Cowboys. So, von den benötigten Rushing Yards
haben wir noch nicht eins erzielt. Ich glaube, wir sind sogar immer noch im Minus. Taven Austin mit dem Return. Ah, der ist immer noch auf den Beinen. Kommt bis an die 37-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, wir versuchen es jetzt mal durch die Mitte. Über die Außen war es ja ein Fiasko. Zeke Elliott durch die Mitte. Und auf einmal kommen hier auch schöne Blocks. Das gibt's ja gar nicht. Elliott, wir sind an die 48-Yard-Linie. First down. Und vor allen Dingen mehr als 10 Yards gemacht. Wir müssen ja schauen, dass wir ihn hier on fire kriegen. Und der hat dafür nicht gezählt. Da, Freunde, warum? Halfback Dive wieder durch die Mitte. Elliott, das ist ein First Down. Ball ist an der 36-Yard-Linie. Cowboys schalten in den No-Huddle-Modus. Wieder ein Lauf über die Außen, über die Innenseite. Diesmal nur ein kurzer Raumgewinn. Cowboys bleiben im No-Huddle-Modus, laufen hier auf Teufel komm raus immer durch die Mitte. Letztes Play. Vor. Oh, da hat Elliott eine Lücke. Der ist immer noch auf den Beinen. Und er kommt bis an die 7-Yard-Linie der Cardinals heran. 52 Rushing Yards haben wir schon mal erzielt und das erste Quarter ist vorbei. Jetzt wollen wir natürlich auch noch sehr gerne in die Endzone kommen. Ich probiere es mal mit einem Pass mit dem Texas. Wir attackieren die Mitte mit Witten und Allerwale. Los geht's. Da ist der Pass auf Witten. Das ist der Touchdown für die Dallas Cowboys. Gegen die Arizona Cardinals tanzen sollte Jason Witten nicht. So möchte ich es mal ausdrücken. So, damit steht es 7-3. Wir führen gegen die Arizona Cardinals. Ehrlich gesagt hätte ich damit nach dem Drive der Cards nicht gerechnet. So, aber wir sind unseren zu erobernden Fumbles noch keinen Schritt näher gekommen. An der 2-Yard-Linie kommt der Kick runter. Der Return läuft. Der endet an der 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Arizona Cardinals. So, Will Blitz a 3. Erster und 10 an der 27. Keine Chance. Mörder-Hit, aber der Ball wurde festgehalten. First down an der 43-Yard-Linie. Erster und 10. Lauf über die Außen. Und da sehen wir die nächste Flagge. Das nächste Face Mask. Das wird sich hier durchziehen. Bis zum geht nicht mehr. Back Zone Blitz. Erster und 10. Lauf durch die Mitte. Ich komme gar nicht dazu, auch mal Johnson irgendwie mit einem Hitstick zu treffen. Der läuft da einfach gnadenlos durch. Erster und 10 an der 26-Yard-Linie. Die Cardinals machen hier direkt wieder ernst. Hitstick-Tackle, aber die Running Backs, die Receiver der Cardinals bisher sehr ballsicher. Erster und 10. Ball über die Mitte und das ist die nächste Flagge. Also das ist, ich verstehe vor allen Dingen nicht, was eine höhere Chance, ein Fumble habe ich noch nicht gesehen. Das war jetzt mittlerweile die, wievielte Flagge, vierte, fünfte, ich habe keine Ahnung mehr. First and Goal von der 2, wir sind beim 2-Minute-Warning. So, die Cardinals also kurz vor der Endzone, kurz davor hier wieder in Führung zu gehen. First and Goal an der 2. Incomplete Pass von Murray. Second and Goal. Cowboys blitzen wieder. Wieder eine Incompletion.
So, jetzt gilt's, denn Third and Goal ist angesagt. Lauf, ja, einfach durch. Anders kann man das nicht ausdrücken. Also wir sind meilenweit davon entfernt, hier in Richtung eines Fumbles mal zu kommen. Wir werden es natürlich weiter und weiter und weiter versuchen. Erstmal führen die Cardinals wieder mit 10 zu 7. So, der Kick bis an die 5-Yard-Linie. Taven Austin mit dem Return versucht rüberzukommen irgendwie auf die linke Seite, wo er seine Vorblocker erwartet. Gewartet haben nur die Special-Team-Spieler der Arizona Cardinals. Erster und 10. So, wir bekommen einen Laufspielzug, das ist der Draw. Über Zeke Elliott. Elliott bis an die 38-Yard-Linie. Und wieder ein Draw. Zweiter und 1. Und Elliott hat ein neues First Down an der 46-Yard-Linie. Cowboys jetzt natürlich per No-Huddle-Offense unterwegs. Keine Chance für Zeke Elliott. Zweiter und 11. Ja, jetzt müssen wir passen. 4 Verticals. Wir attackieren die Mitte mit Jason Witten. Und den sollte Prescott eigentlich gar nicht werfen. Das war jetzt gerade der Versuch umzuschalten auf die Laufgeschichte, aber das war genau das Falscheste, was wir drücken konnten, glaube ich. Da habe ich mich an der Seite vom Controller vertan. Großartige Interception also. Erster und 10 an der 41-Yard-Linie für die Cardinals. Incomplete Pass, der war bereits im Aus. Overload 3 CM, 2. und 10. 28 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Wieder eine Completion. Wieder sind die Cardinals super ballsicher. Neuer 1. und 10 an der 42-Yard-Linie der Cowboys. Incomplete Pass. 2. und 10. Neunzehn Sekunden noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Murray wirft den Ball gerade noch zu einem Receiver. Dritter und 9 an der 41-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Und der Drive ist an der 35-Yard-Linie zu Ende. Fragezeichen, die Cardinals versuchen ein Field Goal. Und der ist gut. Oh, nein, der war ganz knapp doch nicht gut. Cowboys kommen nochmal wieder mit der Offense aufs Feld. Und Prescott läuft. Hurra, bis er verliert sogar noch ein Yard. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir gehen in die zweite Hälfte, die wir mit einem Kickoff eröffnen müssen. Das heißt, die Cardinals kommen gleich wieder aufs Feld. Also ich mit den Fumbles auf der Stufe, das wird knochenhart. Der Return ist unterwegs. An der 24-Yard-Linie kommen die Cardinals wieder aufs Feld. Erster und 10 an der 24.
Face Mask Strafe. Ja, das wird nicht die letzte bleiben, die wir hier kassieren. Erster und 10 an der 35. Neues First Down an der 47-Yard-Linie. Schöner Catch von Larry Fitzgerald. Ball an der 32-Yard-Linie, First Down. Die Cardinals marschieren übers Feld und die Cowboys können nichts dagegen tun. Hitstick, aber ja, da war noch, also noch, ich, nicht nur, dass ich hier einen Fumble erzwingen muss, ich muss ihn ja auch noch erobern. Aber selbst mit dem Erzwingen sind wir schon komplett überfordert. 2009. Schöner Sack von Antonio Brown. Dritter und 14 von der 36. Wieder blitzen meine Cowboys. Ja, und Sack, aber mit einem Face Mask. Und damit ist der Ball schon wieder weg. First Down an der 30-Yard-Linie. Da muss man, glaube ich, nicht mehr groß irgendwas zu sagen. Erster und 10 an der 30. Wir haben einen Fumble und wir haben ihn sogar gewonnen. Ich glaube es ja gar nicht. Also, einen Fumble haben wir. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja mal ein paar Yards zu laufen. Laufspiel über Elliott, über die linke Seite. Elliott hat da ein paar Vorblocker. Kommt bis an die 46-Yard-Linie. Die Hälfte der Yards haben wir jetzt erzielt. 2. und 2. Lauf Elliott. Von rechts kommt ein Blitz. Elliott läuft über die linke Seite. Hat da sehr gute Vorblocks. Ist immer noch unterwegs. Ist an der 34-Yard-Linie. 96 Yards Rushing damit erzielt. Wieder Elliott über die linke Seite. Der Inside Zone wird momentan häufig ausgepackt hier von den Cowboys. Elliott gestoppt an der 28-Yard-Linie. So, Option Play. Nein, Prescott hat den Ball. Prescott fumbled. Ach, Prescott. Das, warum mein Quarterback? Natürlich, jetzt bekomme ich sogar beim... Das ist echt großartig. Madden, ihr seid, ihr habt's einfach nur drauf. Cover one hole. Erster und 10 an der 44-Yard-Linie. Da fumbelt man und kriegt anschließend noch eine Facemask-Strafe reingedrückt. Läuft. Kyler Murray wird gesackt. So, damit endet auch das dritte Quarter. Wir gehen ins Schlussviertel. Wir haben einen von den Fumbles, die wir erzwingen müssen, geschafft. Schaffen wir noch einen zweiten. 2. und 17 von der 37-Yard-Linie. Tiefer Ball, Larry Fitzgerald mit dem Catch. Ja, und das dürfte jetzt vom Spielerischen her die Entscheidung sein. Denn die Cardinals liegen jetzt einen vollständigen PET vorausgesetzt mit 10 Punkten vorne. 17 zu 7 der Spiel. Jetzt müssten wir sehr, sehr schnell kontern, wenn wir hier nochmal zurückkommen wollen. Wir, uns fehlen ja auch noch Berge von Rushing Yards. Kick geht bis hinter die Goal Line. Der Return ist unterwegs. Ja, meine Vorblocker können blocken, müssen sie aber nicht. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Natürlich mit Laufspielzügen ist jetzt schon wieder Sense.
Aber dafür haben wir ja die Audibles. Inside Zone, Elliott über die linke Seite. Oder auch nicht. Also, da habe ich Travis Frederick als Center in der Mitte stehen und der wird einfach weggewischt. Da packst du dir nur noch an den Kopf. Elliott durch die Mitte. Läuft jetzt die Seitenlinie entlang, kommt bis an die 45-Yard-Linie. 17 Yards Rushing fehlen uns noch. Wieder ein Draw-Spielzug über Elliott. Keine Lücke für die Cowboys. Inside Zone, wir gehen in einen... Oh ne, keine Chance. Da kommst du einfach nicht durch. Ja, ich kann nicht mehr in die Spielzüge hineingehen. Das geht einfach nicht mehr. Weil ich bekomme hier einfach nur noch die natürlich jetzt in dem Fall Laufspielzüge genannt, aber die Passspielzüge, die nutzen mir nichts. Ich muss ja laufen. Elliott über die Außen und auf einmal läuft's. Gestoppt an der 29-Yard-Linie. Die Cowboys schaffen noch ein Play vor dem 2-Minute-Warning, aber das geht in die Hose. Ja, und damit ist auch sofort der Bonus weg. Na hurra, 2012. 4 Yards Rushing fehlen uns noch. So, 2-Minute-Warning. Wir haben 3 Auszeiten. Wir haben Ezekiel Elliott. Wir haben die 150 Yards Rushing gemacht. Also, wir haben beide Bonus-Goals erfüllt. Na, haben wir eigentlich den zweiten Fumble geschafft? Nein, haben wir nicht. Tiefer Ball in der Endzone zum Touchdown für die Cowboys. Was für ein Pass auf Randall Cobb. Die Cowboys verkürzen. Und es steht 14 zu 17. Das Problem, wir brauchen noch einen Fumble. Nein, haben wir jetzt den Fumble geschafft und haben wir ihn nicht geschafft? Leute, ich kann es euch echt nicht sagen. Ich muss mal eben schnell in die Challenges gucken, ob wir die erfüllt haben. Nein, wir brauchen noch einen Fumble. Der Fumble fehlt uns immer noch. Das heißt, ich muss weiter diese salopp gesagt beschissene Einstellung weiter drin lassen, dass wir den Ball stripen. Und wir wissen ja, wo das endet. Der Return endet an der 29-Yard-Linie. 1:26 noch zu spielen. Die Cowboys haben noch 3 Auszeiten. Over Stormbreak. Wir blitzen jetzt natürlich mit allem, was wir haben. 1. und 10 an der 29. So, kassiere ich hier noch wieder eine Flagge wegen einem Face Mask, ist das Spiel vorbei, da gibt es ein automatisches First Down. Und da ist der Fumble und die Cowboys haben den Ball. Das gibt's ja gar nicht. An der 46-Yard-Linie. Wir haben die beiden Fumbles. Wir haben noch 1 Minute 16 auf der Uhr. Die Cowboys haben noch 2 Auszeiten, müssen jetzt aber auch noch in die Endzone kommen. Mein Gott, wir können diese Challenge noch schaffen. Double Slant, Cooper und Kopf von der linken Seite. Kopp kommt von der rechten. Los geht's. Prescott ist zu doof, den Ball wegzuwerfen. Play-Action-Read. Witten und Gallup attackieren die Mitte. Das ist ein First Down für Dallas an der 35-Yard-Linie. Wieder der Play-Action-Read. Und da ist der tiefe Ball und der ist incomplete. Das wär's gewesen. Da hatten wir die Chance und wir haben sie leider nicht nutzen können. Four Verticals. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Cooper im Slot. Witten kann den Ball nicht festhalten. Das ist doch nicht zu glauben.
Dritter und 10. Ball an der 35-Yard-Linie. Witten attackiert die Mitte. Wir schauen, was die Safeties machen. Tiefer Ball auf Kopp. Der hat ihn. Für Timeout Cowboys. Wir sind an der 5-Yard-Linie der Arizona Cardinals. So, Halfback Slam. Wir gehen per Audible in einen Pass. Cooper von der linken Seite, auf den achten wir besonders. Prescott wirft den Ball ins Aus, 4 Sekunden vor dem Ende. Ich schicke meine Field Goal Unit aufs Feld. Und da ist natürlich das Icing der Cardinals. So, ich probiere es mit einem Pass. Witten attackiert die Mitte. Touchdown Dallas Cowboys. Touchdown Gallup. Das ist der Sieg. 1 Sekunde vor dem Ende. Meine Güte. Also so ein Footballspiel habe ich hier noch nicht erlebt. Yeah. 21 zu 17 führen die Dallas Cowboys. 1 Sekunde noch zu spielen. So, der Kick. Natürlich nehmen wir einen Swipkick. Das wäre eine Riesensensation, wenn wir das Ding hier doch noch gewinnen könnten. Die Zeit läuft, der Return ist vorbei an der 41-Yard-Linie. Die Cowboys gewinnen 21-17 und jetzt Sterne zählen. 1, 2, 3, 4 und da ist der 5. Wir haben die Challenge rund um Dan Dierdorf gegen die Cardinals erfolgreich bestanden. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.